Just Cause 1, Folge 69. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, wir haben in der letzten Folge eine coole Hauptmission gehabt mit den zwei Engel für Charlie. Ja. Aber es war richtig nice, es war richtig cool. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, was das da hinten bedeutet. Es war richtig cool. Ich glaube, die nächste Hauptmission. Wir haben es geschafft. Stop! Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, was da alles passiert ist. Schaut es euch selber an, es lohnt sich. Und gespeichert habe ich, das heißt, ich kann direkt weitermachen. Was sieht denn die politische Karte? Ah, ich habe es mir gedacht. Ich wollte gerade sagen, so langsam wird es doch interessant. Hinter mir zum Beispiel müsste man doch jetzt langsam wieder was befreien können. Oder links von mir, oder schaut euch das mal an. Es gibt noch quasi vier Stellen, die jetzt noch nicht so rötlich oder grün sind. Also so langsam haben wir das Spiel durch. Also das ist, ich fahre jetzt mal so ein bisschen hinter mir in den roten Bereich. Vielleicht gibt es was zu befreien. Ich weiß jetzt nicht, wieso meine Gesundheit bestellt ist. Ich glaube nicht so prall. Aber, ja nun, sei es drum. Was hat er? Das war nicht ich. Ich habe... Naja, ist ja gut. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Das ist halt schlecht ohne Fluggerät. Ist blöd irgendwie. Ich glaube, ich nehme mir lieber einen Helikopter. Das ist mir nicht so recht. Ich muss ein bisschen rumfliegen können, um zu wissen, wo ich jetzt noch befreien kann und so weiter. In diesem, ich habe es ja letzte Folge schon gesagt, sonntäglichen Double Feature für euch. Hey, Präsidente! Ja, ich werfe mir mal einfach so ein Heli ab, oder was meint ihr? Wenn es denn geht. War so klar. Kann ich mir einen snacken vielleicht oder so? Ich meine, würde ich auch machen. Mal gucken, ob er mir das über das zulässt. Stecken Sie Ihre Quete weg, Senior. Ich habe keine Quete. Das ist nur ein Batman-Seil. So. Machen wir es halt so wie früher. Ihr erinnert euch sicher. Hier spricht die Polizei! Sofort stehen bleiben! Wie er runtergeplumpst ist. Okay, nach unten haben wir gesagt, oder? Das sind doch diese Inseln unter mir, oder? Ja, das wird hier ganz anders gezeigt. Irgendwie, da sind es gar keine Inseln. Aber ja, das ist unter mir. Mal gucken, was es da zu tun gibt. Ja, das müsste das hier sein, oder? Ja, doch, oder? Wir schauen. Ja, das ist das. Womöglich kann man das da unten jetzt auch oder so. Obwohl, das haben wir glaube ich schon. Aber einen Teil der Stadt haben wir nämlich noch nicht. Ich habe auch den Safe Game da unten nicht. Also, das ist. Naja. Wir schauen jetzt mal. Bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, was ich schon habe und was nicht. Das da vorne ist auf jeden Fall mal wieder eine Villa. Das hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Aber ob es funktioniert, weiß ich nicht. Wäre cool. Ich möchte jetzt nicht gleich wieder abgeschossen werden, obwohl die Villen ja eigentlich nie Flachs oder sowas haben. Jetzt gucken wir mal. Wir landen einfach mal. Ja, Montano-Kontrolle heißt ja, wir können es noch holen. Könnte eine Befreiung sein. Ich würde es mit euch machen, wenn es klappen würde. Ja, hey, wir fangen auch gleich an, weil die schießen machen sowieso schon. Yeah, befreien, Villen befreien. Ich hoffe halt mal, es klappt vom Dings her. Oh, das war die falschen. Ach, ich hab's aber auch immer mit meinem. Schwarz bin ich so gewohnt, wegen Special Forces. Aber es sind ja die Lilanen, die ich machen muss. Unschön. Ja, das ist natürlich jetzt wieder. Wer kriegt denn hier? Wer schießt denn auf mich? Warum schießt du denn auf mich? Ich hab dir doch gar nichts getan, Alter. Meinst du das ernst, oder? Attention! Federales! Ja, viel Leben habe ich nicht gerade. Ich glaube, da vorne liegt ein Medipack, aber ausgerechnet da. Wo ich nicht so gut hinkomme. Ja, jetzt aus dem Wald schießt halt schon wieder. Ja, natürlich. Jetzt fliehen die wenigstens mal. Ich hätte gern den Typ da aus dem Wald weggebolzt. Weil der macht mir wieder, wie immer, am meisten zu schaffen. Mal schnell was holen hier. Vielleicht hat das was gebracht, wer weiß. Ja, der Heli ist der einzige, der mich nervt. Ah, ich sehe ihn, weil der muss weg. Oh, das war zu hoch, oder? Nein, war's nicht. Gut. Ja, und schon habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Schon habe ich mehr Ruhe. Huch, da war der Baum. Da flog eine Granate an mir vorbei.
Ich bemühe mich auf jeden Fall, wie ihr seht. Ich versuche es. Blockade hat auf jeden Fall Damage bekommen. Ich werfe vielleicht noch eine Granate hin. Jawohl, ja. Ja, die laufen genau dran vorbei. Oh Gott, nein! So, das müsste ein Treffer gewesen sein. Würde ich behaupten. Noch eine Blockade. Fahrt mich bitte nicht über den Haufen. Ich glaube, wenn die das so gruppenmäßig rumstehen, kann ich auch mal eine Nade reinwerfen. Ja, jetzt ist die nächste Waffe leer. Bin begeistert. Die nächste Waffe. Ah. Alles klar. Mann, ich wollte die Granate treffen. Hallo. Alles klar, jetzt habe ich in meine reingehauen. Das war's nicht, was ich wollte. Ah! Lass mich. Lass mich. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ja, na klar. Jetzt geht's noch schief, oder? Ich habe aber auch keine Unterstützung gerade, habe ich das Gefühl. Sind die jetzt endlich mal Matsch? Was ist denn mit einem Medipack, wollte ich gerade sagen. Aber hier liegt keins. Natürlich nicht. Ist das eins? Nein. Ich bin gleich tot. Ja. Ach man, ey. Er bringt mir aber auch ums Verrecken kein Medipack. Sowas. Ich hatte aber auch schon nicht volle Gesundheit, als ich angereist bin, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, Laden brauche ich nicht. Der hat es ja trotzdem gespeichert. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Vielleicht kann ich jetzt mich mal vollpacken mit Munition und Gedöns. Also, ich bin da schon angereist, ohne dass ich. Dein Ernst? Spiel? Alles klar. Also wieder einmal bin ich froh, dass ich das live habe hier. Weil das wird mir jetzt wieder keiner glauben. Ich komme hier nicht raus. Er lässt mich hier spawnen und die Garagentür ist zu. Wow. Geil. Ja, okay. Ich kann das nicht öffnen, nichts. Ich komme hier nicht mehr raus. Super. Muss ich laden. Jo. Wie gesagt, ich bin froh, dass ihr sowas manchmal seht, weil die denken immer, oder ihr denkt immer, ich red Quatsch, wenn ich sage, das Spiel spinnt halt. Ja, habt ihr das gesehen, oder? Jetzt hat er halt diesen Angriff annulliert von mir, oder wie man sagen will, aber es ist ja nicht so schlimm, er ging ja eh in die Hose. Jetzt stehe ich halt da, wie ich am Anfang der Folge stand, das tut mir natürlich leid. Aber ist jetzt halt so. Jetzt gehen wir da halt nochmal hin. Vielleicht schaffen wir es beim zweiten Mal. Ich will es hoffen. Ich möchte es hoffen. Abwerfen darf ich ja vermutlich wieder nichts. Nö. Muss ich aber. Oder ich schnapp mir wieder so ein Dings. Ich hoffe mal, der lässt sich wieder genauso snacken wie eben. Ich sehe ihn gar nicht. Ah, da ist er. Oh, ich bin noch ein. Und ich bin halt wieder nicht vollgegangen. Was macht der denn da? Angeln? Du weißt aber schon, dass du nicht am Wasser stehst, oder? Nein, nein, nein. So. Was? Nein, nein, mach die Fallschirme auf. Alto! Oh, Polizia! Ich kann doch so nicht. Wow. Ich kann doch so nicht da hingehen. Das wird doch nichts. Ja, natürlich. Stell dich doch. Ja! Stell dich doch noch blöder an am besten. Hoffentlich spawnt er jetzt irgendwo an einem Dings. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht spawnt er jetzt an irgendeinem Checkpoint. Wo ich mich aufladen kann und alles. Und ein Heli droppen lassen kann. Also. Oh, ey, Spiel, ganz ehrlich. Was ist denn das? Ich kann doch nicht jetzt jedes Mal. Ey, das meint er nicht ernst, ganz ehrlich. Das ist sowas Blödes. Boah, ehrlich, Spiel. Vor allen Dingen, bevor ich jetzt lade, welcher Checkpoint ist denn das? Also von der Karte her gesehen. Ja, der da unten, toll. Da muss ich gucken, dass ich da ein Auto reinparke oder sowas, weil ich komme hier nie wieder raus. Sowas Blödes, ganz ehrlich. Also dafür kann ich jetzt nichts. Das ist doch echt bescheuert. Kann ich da vielleicht hinfahren und dann vielleicht da ein Auto reinstellen oder so, dass ich beim nächsten Mal dann da rauskomme, oder? Wo ist denn das? Über mir. Ja, ist deutlich über mir. Keine Ahnung. Das ist doch echt blöd jetzt. Was sag ich mit diesem Gebäude da links? Da war doch jetzt links von mir auch noch so ein habe ich das schon erobert? Warum auch nicht das mal probieren? Das ist ja auch eine Villa. Ich weiß es nicht. Gibt's hier kein Auto? Beim letzten Mal war doch hier ein Auto. Keine Ahnung. Irgendwas brauche ich halt. Ist das ein Krankenwagen? Alles klar. Der steigt schon freiwillig aus. Hier spricht die Polizei! Sofort stehen bleiben! Yippie, Krankenwagen fahren! Oh, jetzt wollte ich gedrückt halten. Das ging bei GTA immer. Nehmt die Hände
Die Richtung stimmt so gesehen. Aber das ist auf dem Berg, oder? Ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ob wir mal den Berg hochkommen. Ja, niemand plattfahren als Krankenwagen, oh mein Gott. Was bin ich denn für ein Krankenwagenfahrer, der Leute plattfährt? Ich fahr mal einfach. Ja, ich hab schon wieder einen getroffen, aber ich glaube, der hat's verdient gehabt. Lass mich da jetzt hoch. Wenn es so weitergeht, schaffe ich es in der Folge gar nicht, irgendwas zu befreien. Irgendwie lustig. Aber ich komme hier nicht hoch. Spiel. Ist mir jetzt gerade zu blöd, ganz ehrlich. Ich habe schon genug Zeit verplempert, weil der mich immer in eine Garage jagt, bei der ich nichts tun kann. So. Also ihr habt selber gesehen, mit eigenen Augen, wollte ich sagen. Nicht mit eigenen Augen. Mit eigenen Augen. Dass der mich da in der Garage spawnen lässt, aus der ich nicht mehr rauskomme. Vielen Dank, Spiel. Echt albern. Aber sei es drum. Ich guck mal, was das da oben ist. Vielleicht kann ich das ja auch. Also, weil hier ist auch ein Savepoint, den ich noch nicht habe. Was ich erobere in erster Linie ist ja, ja, eigentlich egal. Hauptsache, ich krieg das alles. Weil der steht doch auch außerhalb, oder? Müsste doch fast funktionieren. Oder? Sieht so aus, ja. Das müsste eine Befreiung sein. Das müsste eine sein. Ich habe auch schon Aggro, finde ich toll. Aber ich habe ihn ja nicht mal angewandt. So. Hey Mann! Genau. Brauchen Sie Arbeit? Aber schaut mal meine Gesundheit, ich finde es furchtbar. Also ich muss halt, ich habe eigentlich auch vorgehabt, vorher zu einem Checkpoint zu gehen. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ein bisschen Pech in der Folge ist schon drin. Ja, ich versuche es jetzt trotzdem. Vielleicht habe ich ja mal das Glück, dass der mir mal ein Medipack oder sowas droppt. Das wird er ja wohl hinkriegen mal. Das wird er ja wohl schaffen, mir mal ein Medipack hinzugeben. Noch ist ja nicht so viel los. Jetzt habe ich auch noch irgendwelche Coca-Kisten zerstört. Ja, das bounced natürlich da weg, na klar. Der hat wenigstens halbwegs getroffen, ja, der passt. So. Droppen tun sie natürlich nichts, aber es ist auch nicht so viel los, dass ich jetzt das Gefühl habe, oh mein Gott. Ändert nichts daran, dass ich wenig Gesundheit habe. Oh Gott, nein! Die nächste Blockade. Muss ich ja aufpassen, dass ich an dieser sogenannten Blockade nicht vorbeilaufe. Die hat gesessen. Die Granate, die sitzt auch. Und dann ist die zweite schon geschafft. Ja, das läuft doch. Und schon der Handlanger. Also das war einfach. Da bin ich aber auch ganz froh drüber, denn ich hätte eh nicht viel mehr für mehr Gesundheit. Achso, die Handlanger sind es erst. Ich dachte schon, der Chef. Naja, habe ich mich vertan. Erst noch ein paar Killen quasi. Oh Gott, nein! Das sind zwei. Die hätte ich gerne. So, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Muße. Bam. Hallo? Habe ich keine Granaten mehr oder was? Ich glaube, ich habe keine Nades mehr. Die Polizia! Ave Maria Purissima! Bam. Und jetzt den Typ noch. Das mache ich wieder so, oder? Feuer frei, das war die Lampe! Wow, ich treffe ihn nicht mal. Ich sag jetzt nicht, dass der darüber gefallen ist. Nee, ne? Habt ihr gesehen? Der ist da. Alles klar. Habt ihr gesehen? Der ist bis darüber geflogen. Alter, wie geil ist das denn? Der fliegt über den ganzen Zaun, Alter. Was war das denn? Anziehung übernommen. Der fliegt halt. Haha, wie geil, Alter. Oh, ich flippe aus. Ja, schön. Schönes Ding. Ja, nicht schlecht. Also das war ein bisschen einfacher zum Glück als die andere, was nicht heißt, dass ich da nicht mehr hingehe. Ja. Ich glaube, ich save das mal ab, weil wenn ich jetzt sterbe, ist es glaube ich weg. Ich weiß gar nicht mehr wieder. Ich nehme mal den Helikopter und save das glaube ich mal. Weil hier in der Nähe hat es doch jetzt glaube ich auch einen Savepoint, der jetzt frei ist, oder? Ne, der ist immer noch nicht frei. Wir können aber mal zu dem da oben gehen. Da gucke ich mir das mal an, was das soll mit diesem blöden. Vielleicht kriege ich da ein Auto reingestellt oder so. Ich glaube es zwar nicht, aber. Hat er mich gemeint? Aber das haben wir befreit. Das war es ja eigentlich auch, was ich wollte. Ich fliege da jetzt mal hin zu diesem anderen Savepoint, glaube ich. Und guck mir den Quatsch mal an, weil das war ja schon ein bisschen blöd oder was soll ich sagen.
bisschen bimmelig. So, dass ich das jetzt irgendwie mal... Vielleicht kann ich da ein Auto reinstellen. Ich meine, den Heli kann ich da nicht reinstellen, aber vielleicht kriege ich das Auto reingestellt. Vielleicht kann ich mir eins abwerfen lassen oder vielleicht steht eins rum und dann parke ich da. Dass ich beim nächsten Mal, falls ich da spawne, das Auto nehmen kann, weil dann geht ja die Garage auf. Dann muss ich halt nur dran denken, dass ich wieder eins reinstelle. Schon ein bisschen behämmert, aber okay. Sei es drum. Das ist doch die Stelle, oder? Naja, das ist der Checkpoint. Ausgerechnet da lässt er mich spawnen, wo ich praktisch nichts mehr tun kann. Kapier ich nicht. Mitten in der Garage, obwohl kein Auto ist. Aber an der Stelle war ich doch schon mal und hab doch vernünftig gespawnt, oder nicht? Das war doch da, wo ich diese Sammelmission gestartet habe, oder sieht es nur genauso aus? Das ist doch dieselbe Stelle. Also das verstehe ich nicht. Da war ich doch schon. Also zumindest denke ich das. Oder nicht? Ich dachte schon. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen weit weggeparkt. Aber da hinten ist das. Wo soll diese Garage sein? Aber die kenne ich doch, die Schoße hier. Vor allem wäre das voll geil gewesen. Ich hätte hier ein Heli und alles gehabt. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. Ganz ehrlich. Ich meine, die Garage ist es nämlich. Also ich kann die jetzt auch nicht kaputt machen oder... Ich kann mal probieren zum Abschluss, ob ich mir da was abwerfen lassen kann. Ja, natürlich nicht. Ich würde sagen, dann parke ich mir da ein Motorrad rein oder so. Oder ich schnapp mir halt mal irgendwie eine Karre. Das war irgendwie blöd jetzt, aber... Einfach jetzt ein Auto klauen für nichts. Aber sei es drum, sag ich mal. So, dass ich safe bin beim nächsten Mal, wenn er mich da wieder hinbringt. Ist doch bescheuert, irgendwie. Die werden zwar dann auf mich schießen und alles, aber gut, das kann mir ja dann egal sein. Ja, natürlich. Gib mal her, ich brauche das. Ja, dann lauf mir doch dagegen. War ja fast wie bei diesen Scam versuchen, wenn sie absichtlich gegen das Auto laufen. So, jetzt parke ich den mal hier drin, dass ich beim nächsten Mal irgendwie rauskomme. Ich meine, sonst ist das ja, keine Ahnung, blöd. Ja, nice. Damit ich es nicht vergesse, würde ich sagen, mache ich mich kurz voll mit Heal und, na, ihr wisst schon. So. Ja, und dann haben wir es, würde ich sagen, für diesen Monat. Ich hoffe, die Double-Folge, das Double-Feature hat euch gefallen. Ich fand vor allem die Hauptmission cool. Und da würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Monat und dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.